Hier, mit euren Schlangnoro. Und ich hoffe, es wird ein tolles Projekt. Es wird chaotisch, es wird komisch, es wird behindert, es wird alles. Es ist einfach alles ein Projekt. Ich bin mal wieder viel zu übermotiviert. Dieser Dienst vergewaltigt mich gerade wieder. Auf jeden Fall, wir hatten jetzt gerade schon ein bisschen technische Probleme. Wir haben da ist Slenderman. Aber das Problem war, wir hatten technische Probleme, das heißt, unsere Aufzeichnung hat darauf begonnen und wieder geendet. Ja. Und jetzt haben wir es hinbekommen, dass die Aufzeichnungen funktionieren. Und ja. Da ist Slenderman. Leider keinen Beweis. Es tut echt scheiße leid, aber wir haben leider keinen Beweis. Ja. Ich erkläre euch mal, wie das passiert ist. Also, wir sind dauernd ab. Ah, cool, meine Maus hat gerade aufgegeben. Also, wir sind dauernd gestorben. Und sind dauernd woanders gespawnt. Weil es hier random Respawns gibt. Halt, man respawnt irgendwo auf der Welt, wenn man abkratzt. Und wir sind dann irgendwann auf ein Dorf gestoßen mit einem random Respawn. Und ja. Aber die Aufnahme hat es nichts. Ja, hat nicht funktioniert. Also haben wir auch keinen Beweis. Da draußen ist gerade Slenderman. Um es ganz leicht mal zu erklären, wie das Projekt funktionieren wird. Und zwar, wir werden das wahrscheinlich so machen. Das wird jetzt unser Hauptdorf fürs Erste sein, außer wir finden irgendwann mal ein besseres. Wie dieses Projekt funktioniert. Man muss sich am Anfang, man muss sich am Anfang erstmal nur Sachen aus Flint machen. Weil man ist sonst zu dumm dafür. Und ja, man braucht EXP, um etwas zu leveln. Hier ist der Skill Tree sozusagen. Da halt auch Attack, Mining und so weiter. Und ja, das ist halt sozusagen das Wichtigste in diesem Fall. Ich verprüge gerade Slenderman mit einem Fisch. Das heißt, hier müssen Level, um neue Sachen einsetzen zu können. Dazu zählen jetzt zum Beispiel auch Eisenäxte, Eisenschwerter, Diamant und so weiter. Man braucht halt für alles Level, um neue Skills zu bekommen. Und ich verprügel Slenderman! Ich werde das versuchen so zu machen, dass jedes Video um die 30 Minuten hat und wir haben uns schon überlegt, wie wir das mit den Videos machen. Das erste Video kommt bei uns beiden am Kanal, das zweite kommt dann bei mir und das dritte wieder bei Schlangenlösung. Ja, also abwechselnd. Wir werden halt nachsehen, wie lange dieses Projekt gehen wird. Oh mein Gott. Aber wir werden versuchen, das relativ kurz zu machen. Ich werde natürlich nebenbei auch andere Projekte noch machen, ein paar Let's Plays zu ein paar Games. Ich werde wahrscheinlich die meisten Sachen mit dem lieben Herrn Schlangenlösung zusammen machen. Aber ich werde auch sehr viele Sachen alleine machen, also Projekte. Ja, das gleiche wird jetzt auch bei mir sein. Ich werde hier auch Wildcraft mit einem guten alten Crazy aufnehmen, ein paar andere Projekte auch. Ja, cool, dann starte ich jetzt meine Folge von hier. Hallo Leute, willkommen bei Wildcraft. Ich hasse dieses Projekt jetzt schon. Hier ist Slenderman. Ich hatte eigentlich schon vorher mit einem guten... Ja, ich habe gerade... Ja. Crazy hat schon seine Aufnahme gestartet. Ich habe meine auch schon gestartet. Aber meine ist einfach verschwunden. Weil hier Coolcam und der ganze Scheiß hier der komplette Dreck ist. Ihr seht schon, wie sehr motiviert ich hier bin. So greift mich Slenderman nicht mehr an. Ach, egal. Ja. Also, ich erkläre jetzt auch euch hier auf meinem Kanal, wie das hier abläufen wird. Das ist Wildcraft, ein tolles Modpack, wo man dauernd abkratzt. Ja, das wird hier mein erstes Projekt. Mein erstes Together-Projekt. Mit dem tollen Krasi. Ja, wegen aufnahmetechnisch. Es wird das erste Video gibt es hier bei uns beide. Das zweite gibt es dann beim guten alten Krasi, dritte bei mir, abwechselnd, cool. Wir haben eigentlich schon wow, toll. Wir haben schon vorher, das ist doch toll. Wir haben,
Ja, find einfach einen Waystone und dann teleportiere dich her. Das sind komische Viecher im Wasser, solche Ponys. Ponys. Ich hab unter Also Wasser. ja, wir haben schon vorher das Ganze aufgenommen, aber die Aufnahme ist einfach abgeschmiert, ja. Also wundert euch nicht, wieso wir hier auf einmal im Dorf sind. Also ja, Was wir. passiert hier? Du, ich bin gerade irgendwo, ich bin gerade krepiert und jetzt irgendwo, keine Ahnung, gespawnt, aber ich habe ein Heißluftballon verloren gefunden. Ja, cool. Jetzt dann find halt einen Waystone und komm hier wieder dann her. Ja, das kommt ein bisschen Also komisch vor. ja, Aircraft, das härteste Projekt überhaupt. Ihr habt schon gesehen, wie ich hier rumrage. Nur, allein nur, weil meine Aufnahme nicht funktioniert. Also ja, hier, das ist ein bisschen anders als das normale Minecraft, wie ihr hier Ja, sehen das ist könnt. bisschen, das ist komplett anders. Ja, jetzt hier jetzt zum Beispiel. Oh, okay, auf einmal kann ich es tragen. Man braucht für bestimmte Items bestimmte Level. Dafür sind die Skills hier. Ja, man muss sich leveln und bestimmte Rüstungen, Waffen und das ganze Zeugs überhaupt benutzen, um das überhaupt die Chance hat, das zu benutzen. Nicht nur Also das ich ist habe neu. gerade keinen Plan, wo ich bin. Bei Aircraft muss man auch trinken. Bäume kann man nicht mehr mit der Hand zerstören. Und Aber ist das realistisch, es ja, es dass er jetzt gibt. einfach die abhackt, die Kuppenhaltung Ja, umbringt? was auch Weiß sehr ich nicht. realistisch ist, hier ist das Corruption Biome. Wer Terraria kennt, wird wahrscheinlich wissen, was die Corruption ist. Es ist so ein bisschen Terraria-haft hier, das Biom. Ja, das ist so ein bisschen wie die Corruption von Terraria. Es Nun ja, übernimmt wenn wir von langsam die Welt. Terraria reden, Ah. das werden wir wahrscheinlich auch alle machen. Also wir werden wahrscheinlich auch ein Terraria-Projekt Ich machen. habe gerade einen Wolf getötet. Jetzt bin ich paralysiert. Cool, ich weiß nicht, worum Cool. er. Ich blute und ich bin paralysiert. Und ich bin tot. Kannst du mir erklären, warum ich hier einen Ort gefunden habe, wo Rüstungsständer sind mit Rüstung auch? Und ein Weiß Typ, ich der eine doch nicht. Fantasia-Rüstung. Weiß ich doch nicht. Ja, cool, cover me with diamonds. Ah, okay, So. das ist ein Dorf, das einfach gerade noch nicht geladen. Ja, wieso? Ihr wundert euch jetzt bestimmt, wieso da ein Cut war. Das Aufnahmeprogramm, was ich hier benutze, ist komplette Scheiße. Es nimmt nur für 5 Minuten auf. Also werde ich das wahrscheinlich irgendwie zusammencutten müssen. Also ja. Ja, auf jeden Fall, ganz kurz mal. Heute wird jetzt nur mal die erste Folge rauskommen, das heißt, die kommt jetzt bei uns beiden am Kanal und die zweite Folge kommt dann morgen wahrscheinlich, die kommt dann bei mir am Kanal, aber ich werde heute auch vielleicht mit einem eigenen Let's Play noch starten, aber ich weiß noch nicht, welches Game ich genau spielen soll. Die Motivation ist gerade so hart am Ende, Alter. Ich hab sowas von keinen Bock mehr. Ach cool, jetzt ist sogar mein enchanteter Helmet. Ja, du kannst jetzt einfach mal wieder ein bisschen Leveln natürlich üben damit, gell? Ist das hier in komischen Wasser? Ah, cool, ich bin direkt neben einem Lavasee gespawnt, aber gerade noch so, dass ich nicht reingefallen bin. Ach, wieso sind meine Ei. Nee, das ist doch. Ja, also man merkt, AL-Craft gleich Aktion und Co. Aber ich sage euch eine Sache, es wird noch lustiger, wenn ich irgendwann mit einem Dark Souls Let's Play anfange. Yay. Mann, wo ist mein enchanteter Helm weg? Der ist da. Respawn, bye bye. Ach, das ist nur ein Squid. What the, ist das ein Uta-Raptor oder was ist das für ein Ding? Das ist ein komisches Raptor-Vieh, aber kein Velociraptor, ich glaube das ist ein Uta-Raptor. Ja, versuch mal einen Waystone zu finden.
Ja, ich bin gerade dabei. Also ja, wenn unser Bestes geben. Ich werde hier mein Bestes geben, dass die Aufnahme funktioniert. Ich habe sogar noch eine Wormhole Potion. Eine einzige. Kommt mir das nur so vor, oder waren wir hier schon mal? Weil da ist ein Haus, das schon gelootet ist. Das ist komisch. Ja, aber wir haben noch keine Häuser gelootet. In unserer vorherigen Aufnahme. Alter, ich habe einen Dungeon gefunden. Ja, ich werde hier mal ein bisschen erkunden. Vielleicht finde ich ja irgendwas Tolles. Ich gehe halt gerade eine endlich lange Treppe runter. In einem Dungeon, wo ich 100 pro probieren werde. Ah, cool. Wow. Da ist ein Drachenskelett. Alter, ist das Drachenskelett groß. Warte, wenn ich Glück hab, war das ein Mutterdrache und das Nest ist irgendwo noch hier. Ja, das ist... Ach du Kacke, ist das groß. Okay, ich bin schon wieder irgendwo im Wasser gelandet. Okay. Läuft deine Aufnahme überhaupt noch? Das ja, die läuft jetzt schon seit 13 Minuten. Und seit 13 Minuten finde ich nicht den Weg nach Hause. Korrigiere 10 Minuten. 3 Minuten war ich ja zu Hause, aber jetzt finde ich den Weg nicht mehr. Ich versuche halt immer noch gerade einen Waystone zu finden, damit ich mich nach Hause teleportieren kann, aber... Naja. Ich hab ein Haus am Wasser gefunden. Stage 5. Okay, das ist... Das höchste Level, glaube ich, für einen Drachen. Ist nur die Frage, hatte der ein Nest irgendwo hier? Okay, ich hab eine Kiste mit einem Ei und Fäden gefunden. Ich werfe das Ei, vielleicht finden die ihn. Nein. Okay. Ich laufe jetzt einfach nochmal ein bisschen weiter. Ja, ich glaube, man kann gut sehen, dass dieses Game einfach nicht gut ist, weil wenn man stirbt und einfach kein Spawnpoint irgendwo hat, dann... Na, dann man... Irgendwo anders. Ich hab ein fliegendes Schloss gefunden und da kann ich sogar hochspringen über einen Wasserfall. Was ist das? Was habe ich hier gefunden? Also ein Schloss im Himmel gefunden. Ah, 5 Eisen. Wasserfall oder sowas. Gibt's auch Sirenen? Ja, viele. Was ist das? Ist das ein Drachennest? Im Wasser? Ich weiß es. Ich bin gerade im Wasserfall hoch, damit ich zum fliegenden Gurt oder sowas komme. Ich denke, das ist echt ein Drachennest im Wasser drin. Ich sehe da hinten aus dem Augenwinkel auch irgendwas unter Wasser, aber ich sehe dich genau gar nicht. Ich grab das mal auf. Es wird vielleicht ja, ewig also, dauern. Ich weiß, die erste Folge ist jetzt echt scheiße langweilig, weil, ja, man sieht, wir versuchen eigentlich echt nur... Nee, das ist Content für die Leute, uns zuzusehen, wie wir hier rumragen und gequält werden, das ist Content für die. Ja, denke ich mir auch. Aber auf jeden Fall bei dieser Burg fällt mir gerade so ganz voll mal auf. Das sind sehr viele Skelette. Yay. Ich sollte wahrscheinlich nicht draufstehen. Also ja. Ich sag's euch, Leute. Meine Videos werden besser, okay? Sie werden irgendwann besser, wenn ich ein richtiges Aufnahmeprogramm hab. Und vielleicht auch einen besseren PC. Ja, weil mein PC... Halt, der lieber Quasi spielt das alles auf dem Laptop. Und ja, dieser Laptop... Meine Qualitäten sind besser als der PC. Ja, mein PC ist irgendwie... Der nimmt die Hälfte... So mindestens ein Viertel von meinem Raum auf. Aber ist trotzdem komplett scheiße. Ich habe einen Hippocampus gefunden. Was ist ein Hippocampus? Das ist ach cool. Ist was ich nehme, ich werde mir eine und ich habe ein Unterwasserhaus oder sowas gefunden.
Ich werde mir eine Pickaxe craften. Was ist Hypothermia? Ich glaube, ich erfriere gerade. Ja, du erfrierst. Da, nee, stimmt, ich kann ja gar keine Eisen. Es ist Spaß. Ich glaube, ich hab wortwörtlich ein Dorf unter Wasser gefunden. Vielleicht findest du ja auch einen Waystone. Mit Glück. Ah, cool, ich hab Glück. Ich hab direkt einen Flint bekommen. Aber es ist kein Stein weit und breit. Ey, komm, ich will nicht abfrieren, Alter. Ist hier irgendwo etwas, was zu warm ist? Okay, es sind zwei Verzauberungsstücke. Hier ist ein Ofen. Bitte sag mir, das ergibt Sinn und man kann sich beim Ofen abbrennen, wenn der brennt. Ja, kann man. Gut. Ich kann gerade nichts anzünden. Wo ist mein Flint? Ach cool, mein Flint ist einfach. Kannst du mir erklären, was das ist, dass ich nicht in den Ofen oder irgendwo reinsehe? Nice. Ich denke, es ist der Server. Yep, es ist der Server. Ja, ich muss mich schon mal wieder entschuldigen, weil sowas passiert. Ja, danke schön. Dieser Server sind einfach absolut. Es ist Mann. Alter, den Scheiß wird sich niemand geben. Ja, ich weiß auch nicht, wie man sich sowas geben sollte, weil. Hat die Server crashen, die Aufnahmen funktionieren nicht. Auf einmal ist das Video, was einfach die meisten Likes oder irgendwas bekommt. Nee, Alter, das wird die meisten Dislikes bekommen, Alter. Das. Okay, ich hab's geschafft, ich bin nicht erfroren, aber ich hab's kommen. Ja cool, bei mir ladet der Server nicht. Ist mein Internet wieder geil? Ach, cool. Wieso liegen hier. Hä? Meine Items haben sich dupliziert. What the fuck? Hier liegen einfach all meine Items. Die haben sich alle. Ja, cool. Ich hab jetzt. Ich hab gerade meine Items dupliziert. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt vier verschiedenfarbige Crafting-Runen. Alter, ist das ein Scheiß, ey. Das ist ja wirklich einfach nur geil, Alter. Items haben sich alle dupliziert. Okay. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott! Da ist ein Krebs! Du hast Krebs. Ich werde gerade vergewaltigt. Du bist von Krebs vergewaltigt. Mr. Krabs ist hinter dir her. Nein, nicht nur von Krebsen. Da ist ein komisches Ding, das zwei Augen in den Händen hält. Alter, das wird so ein Schmerz sein, das Ganze zu editen, Alter. Ich kann es kaum erwarten. Ein guter Tipp, Leute. Werdet nie YouTuber. Wir könnten theoretisch auch damit aufhören. Wir haben gerade erstmal zwei Videos. Weißt du was, ich gebe auf. Ich komme gegen die zwei, vier und zehn nämlich an. Hallo Leute, ich höre auf mit YouTube, da mich eine Krabbe und irgendein Ding mit zwei Augen vergewaltigen. Keppel Bungee, was ist ein Keppel Bungee? Warum?
Warum spawn ich entweder immer in Wüsten? Ja, vielleicht finde. Irgendwann wirst du schon. Da ist ein komisches Wurmvieh im Messer. Oh nein, ich hab glaube ich Akku gemacht. Da ist irgendwas unterm Sand. Oh mein Gott, es ist ein Todeswurm. Es ist ein Todeswurm. Ach ja, stimmt, sowas gibt's auch. Ich mag dich nicht, halt Abstand. Stimmt. Ich kann die Wolle, okay, ich kann sie jetzt aufheben. So. Ich habe meine erste Waffe bekommen. Ein Taschenmesser. Ich hab Ja, komm endlich her. Was ist denn? Dann hol dir schnell durch irgendein Viech 3 EXP. Ah, ich hör's schon. Gott greift dich an. Ich hab langsam mein Leben verloren. Ich hab langsam mein Lebensleben verloren. Todeswurm. Ah, cool. Dieses Projekt ist so scheiße. Ich hab echt langsam keinen Kopf mehr. Wenn es noch einen YouTuber da draußen gibt, der sich wegen irgendeinem Projekt beschwert, der muss. Das abgeben und danach wird er weinen. Weil das ist wichtig, dass er ich brauche keine Iron Ho. Ich habe schon genug Hoes. So. Ach, natürlich, ich habe nicht genug. Oder doch? Wo sind die Sticks? Ich hatte vorher Sticks. Natürlich, es backt wieder rum. Was squashed by a falling block. Ja, okay, ich geb's jetzt auf. Also, danke fürs Zusehen oder keine Ahnung, falls ich das überhaupt angesehen habe. Ich werde auch gleich meine Aufnahme beenden, Leute. Ich werde suchen, wer mich vom Drachen töten lassen. Ja, ich suche mich in der Lava. Vielleicht passiert da irgendwas. Warum habe ich Blindness, weil ich in Lava stehe? Boah, ich kann in der Lava sehen. Oh Leute, hallo Drache. Hallo. Oh, der Drache ist noch am Leben. Ich hab Satan gefunden. Ja, auf jeden Fall. Ach natürlich, ich wurde nicht vom Drachen getötet, aber ich wurde vom Skelett getötet. Ja, danke fürs Zusehen oder so. Also, Leute, ich das. Du gehst jetzt dich selbst töten. Also ja, tschüss Leute, hoffentlich wird die nächste Aufnahme besser. Hier, euer Steve.exe, was ich was. Tschüss.